wieder Kosmetik und zwar diesmal aus dem Internet. Relativ günstige Kosmetik und zwar von W7. Vielleicht kennen die ein oder anderen das. Es gibt das sowohl bei Amazon als auch bei Kosmetik Verlass. Ich werde euch alle Produkte, die ich benutzt habe, unten in der Infobox einfach mal verlinken, falls euch das ein oder andere genauso gut gefällt wie mir. Und damit ich jetzt nicht zu viel verrate, würde ich sagen, spulen wir das Video einmal auf Anfang zurück. Ich setze mich jetzt ungeschminkt vor die Kamera, nicht drauf achten. Ich habe wirklich mega unreine Haut zurzeit. Hier so ist Pickelalarm hoch 100. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und dann würde ich sagen, los geht's. So, dann starten wir zuallererst mit der Foundation und da habe ich die W7 Genius Featherlight Foundation und Shake It Before Use. Und das machen wir jetzt mal. Ich bin gespannt, es ist ja schwierig, über das Internet die passende Farbnuance auszusuchen. Das ist so eine Pipette. Das kennt man auch aus dem Drogeriebedarf und dann trage ich mir das erstmal großzügig auf. Lässt sich wirklich sehr gut auftragen, einarbeiten und verblenden und auch die Farbe passt sehr gut zu meinem Hautton. Dann machen wir weiter mit Concealer und da sieht man schon, dass er wirklich arg dunkel aussieht. Das ist der Catwalk Concealer in der Farbe Light. Ich decke erstmal meine Pickelchen ab. Das ist halt das Schwierige, übers Internet die richtige Farbnuance zu finden. Ich zeige euch das mal anhand meiner Augenschatten. Für normale Pickelchen finde ich den Light Concealer gar nicht mal so schlecht, aber für meine Augenschatten ist er mir eindeutig zu dunkel. Ansonsten muss ich sagen, finde ich den ersten Eindruck gar nicht mal so schlecht. Also unter den Augen könnte es ein Müh heller sein. Ansonsten so vom Glanz geht es eigentlich, finde ich nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, pudern wir das Ganze erstmal ab und zwar mit dem Puff Perfection Powder. In der Farbe Translucent. Was mir zuallererst auffällt, ist, dass es wirklich sehr, sehr bröselig ist. Ich weiß nicht, ob ihr über die Kamera das so jetzt seht. Ich gehe mit dem Puder jetzt wirklich ziemlich vorsichtig über meine Haut, weil ich einfach nicht möchte, dass ich jetzt noch nachdunkle von dem Puder, weil es wirklich so vom ersten Anblick sehr dunkel aussieht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Ergebnis bis jetzt sehr gut finde. Dann habe ich mir ein Make-up und Glow Bronzing Base ausgesucht. Das ist die. Ich glaube, das kennen die meisten. Das ist so ein Dupe von dem Chanel Bronzing Produkt. Das sieht so aus. Ich gehe da jetzt einfach so ein bisschen rein, um ein bisschen Kontur und Frische im Gesicht zu zaubern. Und werde das jetzt mit dem Beauty Blender so ein bisschen einarbeiten. Dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt ein bisschen Frische im Gesicht und dafür habe ich mir den W7 Candy Blush ausgesucht in der Farbe Explosion. Der ist, glaube ich, mega. Ich würde sagen, wir müssen da ein bisschen dosiert rangehen. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr minimal was auf dem Pinsel und dann rauf auf die Bäckchen. Okay, also so gut pigmentiert, wie ich dachte, ist er nicht. Kann man schon großzügiger umgehen. Um die Augen haben wir uns jetzt noch gar nicht gekümmert. Da habe ich mir die In The City W7 Natural Nude Eye Color Palette ausgesucht. Da sind 6 natürliche Farben drin und die sehen so aus. Ja, die sind alle matt. Los geht's. Und da sich viele beim letzten Mal beschwert haben, dass ich die Lidschatten nicht richtig verblende, klebe ich mir jetzt einfach die Kanten, die Ecken so ein bisschen ab, sodass da nicht wirklich viel schief gehen sollte. Und zwar einfach mit Pflasterstreifen von der Arbeit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit diesem Ton hier. Das ist Brass. Den Ton gebe ich mir erst meiner Lidfalte auf. So, wenn wir jetzt die Lidfalte so ein bisschen verstärkt haben, nehmen wir uns einen etwas dunkleren Ton. Die Lidschatten bröseln ein bisschen, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen weggepustet. Und dann nehmen wir uns
den Ton einfach daneben, den etwas dunkleren Ton. Das ist Touch. Außen lassen sich die Lidschatten wirklich gut auftragen. Sie sind schön pigmentiert, also jetzt auch nicht mega krass, aber schon so, dass man ein vernünftiges und schönes, leichtes Augen-Make-up zaubern kann. Und zu guter Letzt nehme ich noch einen etwas dunkleren Ton, aber jetzt nicht den ganz hinten, den letzten, sondern einfach den vorletzten Ton, und zwar Autumn. Und damit gehe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Lidfalte. Einen etwas fluffigeren Pinsel. Und gehe damit wirklich ganz dosiert in die Lidfalte. Und dann gehen wir noch in die zweite Farbe. Das ist Troy. Damit gehen wir auf das Lid. Und dann gehe ich mit dem allerersten Ton vorne, das ist Wigwam, also den hellsten Ton. Gehe ich unter meine Augenbraue lang. Den Ton gehe ich dann auch noch ein bisschen über mein Lippenherz. Auf meine Nasenspitze gebe ich den. Dann gehe ich mit dem ersten Ton nochmal über meinen Wangenbereich, um so ein bisschen ein Highlight zu schaffen. Dann werde ich versuchen, mit dem letzten Ton in der Palette, und zwar den dunkelsten Ton hier hinten, das ist Andrea, versuchen mir einen Lidstrich zu ziehen. Dafür nehme ich mir einen abgeschrägten Eyeliner-Pinsel, feuchte den so ein bisschen an. Und ich muss sagen, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Dann tuschen wir uns noch die Wimpern. Und zwar habe ich da die Absolute Lashes Mascara. Das ist die. Das ist ja das Dupe zu der Benefit Mascara, They're Real. Also ich muss sagen, dass die Mascara sehr, sehr natürlich wirkt. Also das ist jetzt, sind jetzt zwei Schichten. Finde ich ganz nett, muss ich sagen. Trennt auf jeden Fall gut. Und für unten finde ich es nicht unbedingt schlecht. Ich habe mir jetzt erstmal meinen ganzes Make-up von den Lippen runter gemacht, denn ich habe zu guter Letzt auch noch einen Lippenstift, und zwar In The Buff, und der sollte eigentlich ziemlich nude-farben sein, aber ich glaube, er sieht sehr, sehr tot auf meinen Lippen aus. Ich befürchte es, und deswegen zeige ich euch einfach mal meine natürliche Lippenfarbe, und ich glaube, dass der mir nicht gefallen wird. Also das ist so ein bisschen 80s, muss man ganz ehrlich sagen, das ist mega schrecklich, das geht gar nicht. Erstmal glänzt er so ein bisschen Permut-mäßig. Er ist so tote Lippe, Make-up-Lippe, Concealer-Lippe in einem, kriecht mega in die Lippenfältchen und sieht ganz fürchterlich aus. Ganz fürchterlich. Den kann ich gleich hier abmachen. So, dann wäre das einmal der fertige Look mit Produkten aus dem Internet für günstiges Geld, aka W7 Produkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich würde das Ganze jetzt einfach nur nochmal mit Fix Plus so ein bisschen setten. Nicht, dass es länger hält, das weiß ich. Aber einfach, um dass die vielen Schichten, die ich mir jetzt raufgepappt habe, ineinander verschmelzen und das ein bisschen natürlicher aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Endresultat. Und ich sage euch, was ich von den einzelnen Produkten halte. Also ich muss sagen, die Genius Feather Light Foundation finde ich mega gut. Sie lässt sich gut auftragen, sie lässt sich gut verblenden, sie hat ein leichtes Finish. Sie hat eine natürliche Deckkraft, sie ist nicht zugekleistert. Perfekt für den Sommer, für schmales Geld finde ich mega gut. Der Concealer ist grundsätzlich jetzt nicht unbedingt schlecht, ist mir aber viel zu dunkel. Also was die Augenpartie anbetrifft, kann es von mir aus noch heller sein. Noch viel heller. Aber so für die Pickelchen fand ich ihn gar nicht mal so schlecht. Was ich jetzt erstmal sagen kann, ist, dass er jetzt nicht unbedingt in die Augenfältchen kriecht. Ich müsste jetzt sehen, wie es sich über den Tag verhält. Aber so für den ersten Eindruck finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut. Dann der Blush, da dachte ich ja zuallererst, bam, oh mein Gott, der ist mega pigmentiert. Ist er leider Gottes nicht. Also er ist gut pigmentiert, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also ich musste für dieses Ergebnis schon 3-4 Mal reintunken in das Pöttchen.
Und dafür, dass er so aussieht, hätte ich ein bisschen was anderes erwartet. Dann zu dem W7 Puder. Es bröselt, also da muss man wirklich arg vorsichtig sein, wenn man es aufträgt, dass man nicht gerade weiße Sachen oder so anhat. Ansonsten hat man es überall. Tragt es einfach vorsichtig auf. Ansonsten finde ich, hat es mein Gesicht schon sehr, sehr mattiert. Ich denke allerdings nicht, dass es jetzt unbedingt 12 Stunden matt bleiben wird. Dann zu dem Produkt Make-up und Glow Bronzing Base. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt gedacht zum Konturieren, sondern Make-up und Glow Bronzing Base. Also als Base fürs Make-up. Wäre ich jetzt mega gebräunt. Das geht bei mir nicht, denn ich bin wirklich nicht gerade eine Kalkleiche, aber schon nicht unbedingt die dunkelste. Und von daher habe ich das Produkt eigentlich gar nicht mal so schlecht angewendet. Ich habe es wirklich nur zum Konturieren benutzt. Es hätte ein bisschen aschiger sein können, finde ich persönlich für mich. Das war mir wirklich arg braun. Ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe zum Konturieren. Zu den Lidschatten muss ich sagen, ist eine schöne Palette. Ist eine Palette, die man sehr gut für unterwegs benutzen kann. Es sind 6 Farben drin. Ich habe sie wirklich sehr individuell benutzt. Also auch für den Lidstrich, für den Lidschatten und einfach so das Gesicht so ein bisschen zu highlighten. Da die Töne matt sind, ist es mit dem Highlight ein bisschen schwierig. Aber der erste Ton hat es wirklich mega gut gemacht, um einfach auch noch die Wangenknochen so ein bisschen zu highlighten, die Nasenspitze. Finde ich sehr, sehr gut, sehr individuell einsetzbar. Die Mascara ist auf jeden Fall was für Leute, die es jetzt nicht so übertrieben mit Fliegenbeinchen mögen, sondern sehr, sehr natürlich. Finde ich mega gut. Das Bürstchen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es mir ein bisschen wehgetan hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten sind die Wimpern schön. Also jetzt nicht zugekleistert oder so, sondern schön, finde ich sie. Auch für unten macht sich die Wimpernbürstchen mega gut. Und zu guter Letzt der Lippenstift, dazu muss ich glaube ich nichts sagen, den fand ich mega grottig, wirklich ganz ehrlich. Erstens die falsche Farbe und ich glaube das ist schon das Wichtigste an diesem Produkt und also Insebach ist nichts für mich. Ich glaube ich habe jetzt nichts vergessen. Nö, also für die Augenbrauen habe ich mir nichts ausgesucht, aber da habe ich ja was anderes genutzt. Gut, dann habe ich jetzt ziemlich viel gelabert, würde ich sagen. Und ich würde mich jetzt aus diesem Video auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr davon haltet, wie euch dieser Look gefällt, wie euch die Produkte gefallen, ob ihr solche Produkte auch zu Hause habt. Und dann würde ich sagen, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüssi.